Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarze und willkommen auf meinem Kanal. Heute reden wir mal über die Komödie Guck mal, wer da spricht aus dem Jahre 1989 und dieser Film geht ganze 92 Minuten lang. Ja, und diesen Film habe ich nach gefühlt 30 Jahren zum ersten Mal wieder geschaut und ich habe den damals als Kind gefeiert. Ich weiß noch, wo der damals rauskam, überall waren diese Kinoposter. Ich war damals in der Zeit lang auch in England in Urlaub und überall war, guck mal, wer da spricht, Poster, ich weiß es noch, der war weltweit bekannt. Also da wurde eine Werbung für gemacht und ich wollte den damals unbedingt auch schauen. Hab den damals aber nicht im Kino geguckt, hab darauf gewartet, dass die Videotheken den irgendwann mal rausbringen. Und irgendwann kam der mal und ich habe mir den sofort angeguckt und ich fand den Film einfach klasse. Ich habe den als Kind gefeiert. Und bevor ich jetzt gleich ein bisschen über den Film rede, muss ich natürlich ein bisschen über die Darsteller reden. Wir haben hier natürlich die A-Klasse dabei. Wir haben hier John Travolta, der, ja, seine Karriere lief in der Zeit nicht so besonders gut. Sein letzter Hit war von 1983, Staying Alive. Da war auch kein großer Erfolg, aber da war so, ja, sein letzter, ja, bekannter Film. Danach kam nicht mehr viel und der war so eine kleine Filmkrise hatte der. Und dann spielte er ein Guck mal, wer da spricht mit. Ja, und dann ging es mit seiner Karriere ja wieder ein bisschen aufwärts. Danach hat er noch zwei Fortsetzungen davon gedreht und 1994 halt dann der große Durchbruch wieder mit Pulp Fiction, ihr kennt die Story. Ja, und dann haben wir noch Christy Alley, ja, die leider jetzt ja letztes Jahr im Dezember verstorben ist. Schade, war eine tolle Schauspielerin, ich mochte sie sehr gerne in ihren Rollen. Sie war ja bekannt geworden durch der Serie Cheers. Dann hat sie noch, glaube ich, in Star Trek mitgespielt. Was war da noch da? Fackel im Sturm hat sie noch mitgespielt. Und 4 und 4 macht 1. Diese Zwillingskomödie mit Lindsay Lohan. War das Lindsay Lohan? Ich meine wohl, warum weiß ich sowas alle? Aber ich weiß es halt. Okay, aber da hat sie noch mitgespielt. Und ja, ich mag diese Frau. Schade, dass sie schon so jung verstorben ist. Tut mir echt leid. Und dann haben wir noch, ihr wisst, ich bin großer Stargate-Fan. Ich wusste es nicht, aber ich habe den Film mal wieder geguckt und dann Don S. David spielt hier den Arzt von Christy Allen in dem Film und ich blende mal ein, da wisst ihr, über wen ich spreche. Leider auch schon verstorben, aber ich feiere das. Wenn ich so Schauspieler sehe, die dann später so, ja, so ein bisschen eine Größe noch wieder erreichen, das finde ich geil und dann so einen kleinen Film, so kleine Nebenrollen da irgendwo mitspielen, feiere ich sowas. Ich feiere sowas. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Film. Ah ne, wir haben ja noch weiter, wir haben ja noch die Stimme von Mikey. In den Original gesprochen von Bruce Willis. Ja, und hier in Deutschland von Thomas Gottschalk. Aber es passt, es passt. Ich mag die Stimme und Thomas Gottschalk macht seinen Job hier sehr gut. Und das wurde hier auch ganz groß angepriesen. Thomas Gottschalk spricht Mikey und guck mal, wer da spricht. Ein Original von Bruce Willis und da war damals ein Hype, das war... Der Film war auch sehr erfolgreich und ich sag ja, es war ein Überraschungshit. Keiner hat mit dem Erfolg so großartig gerechnet. Die Kritiker mochten den Film. Die waren alle selbst überrascht. Die haben gesagt, ja, die Storyline ist nicht halt, die große Handlung ist nicht so besonders, aber die Schauspieler haben so eine tolle Chemie miteinander. Und das stimmt, in dem Film Christy Alley und John Travolta, es passt. Es passt. Man kauft das den Amt ab, dass die beiden sich so Spaß am Dreh hatten. Auch nachher vor der Kamera dieses Liebespaar so ein bisschen zu spielen. Es passt. Ich kaufte ihnen das sofort ab. Es war eine tolle Chemie und genauso kommt es auch rüber. Und auch den kleinen Mikey. Es passt alles gut zusammen. Ja, und worum geht es in diesem Film? Ich werde hier nicht so viel spoilern, werde einmal sagen, grob worum es geht. Wer den Film noch nicht geguckt hat, kann den Film gerne nach dieser Kritik ganz normal anschauen. Ich werde das Ende nicht verraten und so weiter und so fort. Was ich euch sagen kann, ist, es gibt noch zwei Fortsetzungen von diesem Film. Die werde ich mir natürlich auch noch anschauen und darüber eine Kritik drüber machen. Ich meine, die Fortsetzungen waren auch gar nicht so schlecht. Den dritten weiß ich gar nicht mehr, den habe ich nicht mehr ganz so im Kopf. Den habe ich auch nur einmal am Rande irgendwie mal geguckt, aber naja. Worum geht's? Also wir haben hier Christy Allen, das ist so eine Frau, die ist so Mitte 30, 33 ist sie glaube ich in dem Film. Ja, sie wird schwanger und der Vater ist halt ja ein Arschloch.
Er geht fremd, er ist schon verheiratet, vögelt sich irgendwie durchs Leben und will mit dem Kind irgendwie auch gar nicht wirklich was zu tun haben. Ja, und Chrissy Allen hat nun mal Angst, jetzt das Kind alleine großzuziehen und sucht, ist jetzt auf dem Weg nach einem Ersatzvater. Was heißt Ersatzvater? Ein Vater, mit dem sie glücklich werden kann. Und der Vater muss dann auch Mikey lieben. Und ja, sie hat einfach Angst, alleine zu sein mit Mikey, weil die sagt, mein Kind braucht einen Vater. Und das ist so die Storyline. Sie trifft natürlich nachher auf den Taxifahrer, ich weiß nicht mehr, wie sie in diesem Film alle heißen, ich nenne einfach John Travolta, dann wisst ihr, wen ich meine. Ja, und ja, die lernen sich so kennen und die mögen sich aber erst gar nicht und die necken sich die ganze Zeit. Sie trifft sich mit vielen anderen Männern und das wird alles hinten und vorne nichts. Und dann haben wir natürlich das Tolle in diesem Film, wir haben ja halt das Kind, Mikey, und man hört, was er denkt. Und das ist der Witz in dem Film. Also er ist halt einfach im Mutterbauch zum Beispiel und klopft da so am Bauch dran, so, ey, schieb mir mal ein bisschen Apfelsaft rüber nach hier unten. Und dann trinkt die so ein, weiß ich, so ein 5 Liter Apfelsaftbeutel da leer. Und das ist schon sehr witzig. Und oder die Oma kommt an und nimmt ihn in den Arm und die sagt so, oh, hallo, hallo, ich bin deine Oma. Ah, dann denkt er so, ne, ja, wenn du das so sagst, dann soll's wohl so sein, ne, ich kann's ja nicht ändern, ne, und sowas alles. Es ist sehr lustig, es ist wirklich gut gemacht, man hat sehr viel Spaß an diesem Film. Was sagte nur eine Freundin von mir, guck mal, wer da spricht, geguckt, und dann sagt die zu mir, es ist ein niedlicher Film. Und ja, es ist wirklich ein niedlicher Film. Es ist ein Familienfilm, den kann man sich mit der ganzen Familie, mit den Kindern anschauen. Die Kinder haben sehr viel Spaß mit diesem Film. Die Erwachsenen haben Spaß daran. Es ist ein bisschen Erwachsenenhumor ist auch dabei, aber nicht so extrem. Es ist nicht so blöd gemacht. Es ist wirklich ein liebenswerter Film. Genauso wie sie es gesagt hat, es ist ein niedlicher Film. Den kann man sich immer und immer wieder anschauen. Auch wenn der Film jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel hat, alles okay. Also der ist eigentlich, ich finde, der ist gut gealtert. Der ist sehr gut gealtert. Und mir gefällt einfach alles an dem Film. Und ich werde den Film jetzt mal bewerten. Von der Skala 1 bis 10. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der große Blockbuster, wie ich das immer so sage. Aber das ist so ein Film, den kann man sich so alle 10 Jahre mal wieder anschauen. Oder wenn er mal im Fernsehen läuft, dann lässt man den Film einfach laufen. Das ist wirklich so ein typischer, ich nenne das ja immer so Sonntagsfilm, wenn man sich auf der Couch liegt und machst irgendwie Fernsehen an und guckst, willst du irgendwie was Ruhiges angucken. Dafür ist der Film gemacht, dafür ist er da und er funktioniert auch noch in 20 Jahren, funktioniert der Film immer noch. Das ist so ein, ja, es ist ein Klassiker, den man sich immer wieder anguckt. Ein Klassiker, ja, kann man schon sagen, 1989, es ist einfach ein zeitloser Klassiker, den kann man sich immer wieder anschauen, der tut keinem weh, er macht Spaß anzuschauen und ich bewerte den jetzt von der Skala 1 bis 10. Und ja, ich gebe diesem Film 7 Punkte. Ich kann dir jetzt nicht mehr geben. Er ist gut. Und 7 Punkte finde ich schon ziemlich gut für so einen Film. Finde ich sehr gut. Und es passt auch alles. Deswegen 7 Punkte. Ich glaube, ich sage dir meine Meinung, schreibst du mal in die Kommentare. Oder würde den eher so 6 geben? Oder mögt ihr den gar nicht und sagen, ach Gottes Willen, was war das denn für eine Scheiße? 3 Punkte und nicht mehr. Oder sagt ihr, oh doch, der ist so gut, 10 Punkte. Keine Ahnung, wie ihr den bewertet hättet. Würde mich sehr interessieren, weil guck mal, wer da spricht. Weiß nicht, ich habe da so gar nicht, da redet man gar nicht viel rüber. Der ist auch ein bisschen untergegangen. Ich glaube, meine Generation kennt den Film, aber die neue Generation kennt diesen Film überhaupt gar nicht. Deswegen muss ich auch mal darüber sprechen, über den Film, dass der existiert. Und schaut euch den mal an, der macht echt viel Spaß. Ja, das war meine Kritik zu Guck mal, wer da spricht, Teil 1. Werdet die anderen 2 Teile auch noch schauen. Ich werde den 2. Teil sogar heute Abend sogar noch mal gucken. Und den 3. Teil, ja, vielleicht geht den Sonntag noch hin. Dann habe ich so direkt die Trilogie mal durchgeschaut. Genau. Ja, das war's von meiner Seite her. Könnt gerne den Kanal abonnieren, weil falls ihr kein Video von mir verpassen wollt. Ansonsten wünsche ich euch ja eine schöne Zeit und man sieht sich. Bis dann. Ciao.